بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute, insha'Allah, unsere Reihe fortsetzen über die Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und wir haben das letzte Mal über die sogenannte Sahifat al-Madina gesprochen gehabt. Sahifat al-Madina, die Karte von Medina. Und haben uns ganz genau angeschaut, welche Gemeindeordnung der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in Medina festgelegt hat, um die Beziehungen der einzelnen Gruppe in der einzelnen Volksgruppen und religiösen Gruppen, welche es in Medina gab, untereinander zu regeln. Und man kann von der ersten niedergeschriebenen Verfassung in der Menschheitsgeschichte sprechen, welche wirklich all diese Beziehungen untereinander berücksichtigt, welche die Menschenrechte und einen Teil der Menschenrechte schon festgehalten hat. Und dies direkt nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina angekommen ist, nachdem er die Moschee errichtet hat und die Muslime, die Muhajirun und die Ansar, diese beiden Gruppen unter den Muslimen miteinander verbrüdert hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau diesen Schritt unternommen, um alles in der Gesellschaft zu regeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er befand sich jetzt in Sicherheit. Aber diese Sicherheit sollte nur kurz währen. Weil nämlich direkt nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, die Quraysh in Mekka den Muslimen drohten. Und nicht nur den Muslimen drohten, sondern sie drohten auch den Polytheisten, den Mushrikun unter den Medinensern, den arabischen Medinensern, den Aus und den Khazraj. Und zwar haben sie direkt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, ein Schreiben nach Medina gesandt. Einige Anführer unter den Quraysh. Und in diesem Schreiben haben sie den Medinensern gedroht. Und sie haben gesagt, Inna nuqsimu billahi la tuqatilunnahu. Wir schwören bei Allah, entweder werdet ihr ihn bekämpfen, oder ihr werdet ihn vertreiben aus Medina, wen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aula nasiranna ilaykum bi ajma'ina hatta naqtula muqatinakum wa nasbiya nisa'akum. Oder wir werden allesamt mit all unseren Soldaten, die wir haben, und Männern, die wir haben, und Waffen, die wir besitzen, zu euch marschieren und wir werden eure Kämpfer umbringen und wir werden eure Frauen versklaven. Sie haben also den Medinensern ganz klar gedroht. Nicht nur das, sondern sie haben den Medinensern sogar verboten, in Mekka, was ein heiliger Ort ist, wo normalerweise ein Mann mit dem Mörder seines Vaters gemeinsam um die Kaaba Tawaf machen können, ohne dass der eine dem anderen etwas tut, weil es nämlich Haramullah ist. Es ist der unversehrte Ort Allahs, an dem niemand einem anderen etwas zuleide tut. An diesem Ort haben sie Medinensern verboten, den Tawaf zu machen. Und zwar wird überliefert, dass Sa'd ibn Mu'ath seinen
noch aus der vorislamischen Zeit, Freund Umayyah ibn Khalaf, der ebenfalls im Übrigen ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen war, in Mekka besuchte. Und er wollte daraufhin Tawaf machen. Und das ist jedem erlaubt gewesen. Woraufhin Abu Jahl Sa'd ibn Mu'az sah und ihm verboten hat, Tawaf zu machen, und sogar sagte, wärst du nicht unter dem Schutz von Umayyah ibn Khalaf, dann hätte ich dich jetzt getötet. Woraufhin Sa'd ibn Mu'az antwortete und sagte, wenn das so ist, dann werden wir ebenfalls eure Karawanen nicht an Medina vorbeiziehen lassen. Also wenn ihr uns den Krieg erklärt, dann werden wir euch ebenfalls als Medinenser den Krieg erklären. Also es gab immer wieder, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geflohen ist, obwohl die Muslime alles zurücklassen mussten in Medina, gab es immer wieder was? Es gab immer wieder Vorstöße seitens der Quraysh, um die Muslime in Medina anzugreifen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts getan. Und die Karawanen der Quraysh waren auch sicher gewesen. Aber nachdem die Quraysh jetzt angefangen haben, die Muslime verbal, und es gibt auch einen Übergriff, wo die Quraysh einige der Schafe in der Nähe von Medina an sich gerissen haben als Beute, also auch sozusagen mit Waffen angegriffen haben. Nachdem das geschehen ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann ebenfalls erlaubt, dass die Karawanen der Quraysh angegriffen werden dürfen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Sondern einer der wichtigsten Gründe überhaupt ist, und damit hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Angriffe begründet, dass sich in diesen Karawanen was befindet? Fiha amwalukum. In diesen Karawanen befindet sich euer Vermögen. Und deswegen, wenn wir uns gerade vor der Schlacht von Badr einige der militärischen Unternehmungen anschauen, die wir kurz nur erwähnen werden und auf die wir nicht ins Detail eingehen werden, dann werden wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer dann, wenn es um Karawanen ging, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam abfangen wollte und in Anführungsstrichen überfallen wollte, also angreifen wollte, damit sie ihr Vermögen wieder zurückbekommen, was die Quraysh ihnen zu Unrecht genommen haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich immer nur Muhajirun mitgenommen. Also Auswanderer und nicht Ansar, weil es eine Angelegenheit ist, welche in erster Linie wen betrifft? Die Muhajirun mit ihrem Stamm, den Quraysh, welche ihr Vermögen an sich gerissen haben. Ganz, ganz wichtig. In dieser Zeit sind dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Verse offenbart worden. Verse offenbart worden, welche dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann auch erlaubt haben, zur Waffe zu greifen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht einfach von sich angegriffen, sondern wie wir das schon in der vormekkanischen Phase hatten, in der vormedinensischen Phase hatten, vor der Hijra, gab es ja immer wieder Leute, die zum Propheten kamen und den Propheten darum baten, sich wehren zu dürfen und kämpfen zu dürfen und die Waffen in die Hand nehmen zu dürfen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie immer wieder vertröstet und gesagt, ihr müsst geduldig sein. Warum? Weil mir noch nicht erlaubt wurde, die Waffe in die Hand zu nehmen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht einfach von sich aus gehandelt, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer nur dann gehandelt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm dies auch erlaubt hat. Und was ist der erste Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt mal ein Mus'haf bringen bitte, was ist der erste Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala nun in Bezug auf den bewaffneten Kampf herabgesandt hat? Weiß das jemand? Der erste Vers.
Es gab schon vorher Andeutungen, aber noch keine konkrete Erlaubnis, sich mit der Waffe wehren zu dürfen. Sehr gut. MashaAllah. Sehr, sehr gut. Udhina lillazina yuqataluna biannahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Wa inna Allah. Such mir mal Surat al-Hajj raus. Ich bin gerade hier, wenn ich hier einen Vortrag halte. Mustafa, such mir mal Surat al-Hajj raus. Ich bin gerade hier ein bisschen. Udhina lillazina yuqataluna بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم. Ganz wichtig. Erstmal übersetzt, was heißt das? Denjenigen, welche bekämpft werden, wurde erlaubt. Was wurde ihnen erlaubt? Das steht hier nicht, aber es ist klar. Es wurde ihnen erlaubt, sich zu wehren. Und Allah kann sie wahrlich zum Sieg führen. Jetzt kommt die klare Erlaubnis. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ganz, ganz wichtig für unser Verständnis vom Kampf und von Krieg im Islam. Das ist ein wichtiges Thema, was die Menschen immer beschäftigt. Was ist die Philosophie des Dschihads? Wohl Dschihad ein noch viel umfangreicherer Begriff ist als Qital. Allah Ta'ala, er verwendet immer wieder das Wort Qital, wenn es wirklich um eine militärische Auseinandersetzung geht. Und Jihad ist ein Oberbegriff für jegliche Anstrengung auf dem Wege Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Jihad, wenn wir von Jihad sprechen, Jihad bedeutet so viel wie Anstrengung, dann ist damit jegliche Form von Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Jegliche Form von Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Egal in welcher Form. Wenn ich aber von Qital spreche, dann ist damit wirklich was gemeint? Der bewaffnete Kampf. Also, Qital ist immer eine Form von Jihad. Unter der Voraussetzung, dass dieser Qital auch gerechtfertigt ist. Ganz wichtig. Qital ist immer eine Form von Dschihad unter der Voraussetzung, merkt euch das, dass er gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn jemand beispielsweise unschuldige Menschen in die Luft sprengt oder Terroranschläge verübt und behauptet, dies sei Dschihad, dann sage ich ihm, nein, das ist kein Dschihad. Warum? Weil Dschihad auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ist immer verbunden mit was? Ist immer verbunden damit, dass er auch islamkonform ist. Dass er auch islamkonform ist. Das heißt, das, was du getan hast, das war kein Dschihad gewesen. Das war keine Anstrengung auf dem Wege Allahs. Weil wenn ich von Dschihad spreche, dann meine ich was? Anstrengung auf dem Wege Allahs. Bemühung auf dem Wege Allahs. Und das ist keine Bemühung auf dem Wege Allahs gewesen, sondern es ist eine Bemühung auf dem Wege des Shaitans gewesen. Aber nicht auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen kann ich so etwas nicht Dschihad nennen. Also, Qital, wenn er, ganz wichtig, wenn er sich an die islamischen Regeln hält, dann ist er immer eine Form von Dschihad. Aber er ist nur ein Teil des Dschihads. Weil der Dschihad ein noch umfassenderer Begriff ist. Dschihad bedeutet jegliche Bemühung auf dem Wege Allahs. Und die Gelehrten, sie haben den Dschihad in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Einmal der Dschihad gegen den Shaitan. Ibn Qayyim, er spricht davon. Er sagt, der Dschihad gegen den Shaitan. Ich muss gegen meinen Shaitan ankämpfen. Und ich muss ihn bekämpfen. Der Dschihad gegen die Glaubensverweigerer, welche uns bekämpfen. Ganz wichtig, das einzuschränken, damit wir das auch verstehen. Weil es geht hier nicht um jeden Nicht-Muslim, sondern es geht nur um jene, welche uns bekämpfen mit den Waffen. Das ist ebenfalls eine Form von Dschihad, gar keine Frage. Und das ist dann der Qital. Da gibt es aber noch den Dschihad gegen die Munafiqun, gegen die Heuchler. Das ist eine sehr hohe Form des Dschihads sogar, weil sie sehr mühselig ist. Weil
wenn du gegen einen Feind kämpfst, der dich angreift, ja, dann ist der Feind klar. Bei den Heuchlern ist es aber so, er ist aus deinen eigenen Reihen und er behauptet, einer von dir zu sein, aber er bekämpft dich trotzdem. Mit anderen Worten, dein Feind gibt sich als dein Freund aus. Und deswegen ist es so schwer, ihn zu fassen und so schwierig, ihn zu bekämpfen. Und deswegen hat der Koran sich auch so intensiv mit dem Munafiqun auseinandergesetzt, um ihre Eigenschaften aufzuzeigen und uns vor ihnen zu warnen und damit wir sie auch bekämpfen. Ja, ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffara wal munafiqin. Guck mal. O Prophet, bemühe dich, ich übersetze wörtlich jetzt, bemühe dich gegen die Ungläubigen, Glaubensverweigerer, immer im polemischen Sinne, die uns bekämpfen, das muss man immer im Kontext verstehen, und die Heuchler. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, sei hart gegen sie. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, und ihr Aufenthalt ist Jahannam. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, und welch schlechter Ausgang. Und dann bringt Allah subhanahu wa ta'ala ein Beispiel von den Kafirin und von den Mu'minin. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Interessant, das sind zwei Frauen. Zwei Frauen, die Ehefrauen von zwei Propheten. Die kann man sicherlich nicht mit der Waffe bekämpfen. Und da sehen wir, dass dieser Dschihad nicht immer nur mit der Waffe geführt wird, sondern jegliche Form von Anstrengung auf dem Wege Allahs. Wozu auch der Qital gehört. Wozu auch der Qital gehört. Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum ersten Mal die Erlaubnis gegeben, dass er und seine Gemeinschaft sich wehren dürfen gegen die Übergriffe derjenigen, die Unrecht tun. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Denjenigen, welche bekannt werden, welche bekämpft werden, ist erlaubt worden, sich zu wehren, aus dem Grund, weil sie oder weil ihnen Unrecht zugefügt wurde. Weil ihnen Unrecht zugefügt wurde. Ich finde den Vers jetzt gerade nicht, es tut mir leid, aber ich habe es ja euch schon inshallah ta'ala. Welche Versnummer ist das? Ah, genau hier. Also der Vers davor, Inna Allah yudafi'u ani alladhina amanu. Wahrlich Allah, Vers Nummer 38. Er verteidigt diejenigen, die gläubig sind. Inna Allah la yuhibbu kulla khawalin kafur. Allah liebt wahrlich nicht jenen Verräter und Ungläubigen. Und dann, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Und jetzt geht's weiter. Allah Ta'ala erläutert, warum sie sich wehren dürfen. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. Jene, welche aus ihren Wohnstätten ohne Recht vertrieben wurden. إِلَّا außer أَنْ يَقُولُوا. Der einzige Grund ist, رَبُّنَ اللَّهُ. Unser Herr ist Allah. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Und Allah Ta'ala, er geht jetzt allgemein auf diese sogenannte Sunnat al-Tadafu ein. Eine der Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum, von diesen sogenannten As-Sunnat al-Kawniyah, diesen universellen Gesetzen in diesem Universum, nämlich Sunnat al-Tadafu. Al-Tadafu bayn al-Haqq wal-Batil. Dass sich Recht und Unrecht gegenseitig immer wieder verschieben und gegeneinander ringen. Das ist diese universelle Gesetzmäßigkeit, dass sich Wahrheit und Unwahrheit immer wieder begegnen und gegenseitig verschieben und miteinander ringen. Und Allah Ta'ala, er spricht jetzt allgemein darüber. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Und würden nicht die Menschen sich gegenseitig sozusagen schieben, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعْ وَبِيعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدْ
yuzkaru fiha ismullahi kathira. Dann würden viele der Gebetshäuser, ob es jüdische Gebetshäuser sind, ob es Klausen sind, christliche oder allgemein Gebetshäuser, in denen gebetet wird, oder Moscheen, in denen Allahs Name erwähnt wird, häufig erwähnt wird, sie würden zerstört werden. Interessant. Allah spricht hier nicht nur von Moscheen, sondern er spricht allgemein, ja, von Menschen, die sich zurückziehen, um ihrem Herrn zu dienen. Also allgemeine Religionsfreiheit, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Religion frei auszuüben. Und dass deswegen immer wieder, ja, sich Kräfte gegeneinander stoßen und miteinander ringen. Und wenn die Gläubigen das nicht tun würden, wenn sie das einfach hinnehmen würden, was wäre dann? Dann würde irgendwann einmal diese Religion ausgelöscht werden. Und deswegen, Allah erlaubt den Gläubigen, sich zu wehren, und er erlaubt es nicht nur, sondern er verlangt es auch von ihnen. Ja, er verlangt von ihnen sogar immer bereit zu sein, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch in Medina umgesetzt hat, damit sie sich verteidigen können und damit sie ihren Glauben bewahren können. Würden die Gläubigen sich nicht verteidigen, dann hätten wir heutzutage keinen Islam mehr. Und im Übrigen auch kein Christentum. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Übrigen auch kein Christentum. Weil das Christentum hat sich nicht einfach verbreitet durch Predigt und durch Mission, sondern das Christentum hat seine größte Verbreitung gefunden durch was? Durch das Schwert. Durch Feuer und Schwert. Ob im Römischen Reich durch Konstantin, ob später dann, ja, als das Christentum in Nord- und Südamerika verbreitet wurde, auf brutale Art und Weise. Ich meine, warum sind die Indianer Christen geworden? Die ganzen indianischen Stämme in Nord- und Südamerika, sie sind nicht freiwillig Christen geworden. Sie wurden dazu gezwungen, sie wurden christianisiert. Sie wurden christianisiert, sie wurden verfolgt und wurden zum Christentum gedrängt und gezwungen und teilweise ganz ausgerottet. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja? Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er verbietet uns Muslimen, dass wir irgendjemanden zwingen, unseren Glauben anzunehmen. Aber gleichzeitig gebietet er uns, dass wir dafür sorgen müssen, dass jeder Mensch die Freiheit haben muss, sich für den Glauben entscheiden zu können. Und dass wir als Muslime die Möglichkeit haben müssen, auch unseren Glauben friedlich verbreiten zu können, ohne jemanden dazu zu zwingen. Und dass jeder, der versucht, uns anzugreifen und uns das zu verbieten, dass wir uns dann nicht nur wehren dürfen, sondern dass wir uns auch wehren müssen. Weil das ist das Mittel, was Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist Sunnat al-Tadafur. Und im Übrigen, heutzutage sprechen wir ganz normal über diese Dinge. Nur nicht in Bezug auf Religion, auf andere Dinge. Man spricht von einer wehrhaften Demokratie, oder? Spricht ja nicht von einer wehrhaften Demokratie. Ja, eine Demokratie, die ich verteidigen muss, wenn es sein muss, auch mit der Waffe, eine wehrhafte Demokratie. Ich meine, die größte Demokratie der Welt, was macht sie heutzutage, die USA? Sie hat die größte Armee der Welt, die es jemals gab. Und sie haben ein Etat von, glaube ich, 60 Milliarden Dollar, den sie jährlich ausgeben, ja, nur für das Militär. Irgendwie 80% mehr, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich habe das neulich in den Nachrichten im Radio gehört, fast 80% mehr als die Russen. Muss ich mir vorstellen. Fast 80% mehr als die Russen. Ich will das gar nicht gutheißen, ja, aber ich will nur sagen, ja, dass diejenigen, die immer dem Islam vorwerfen, ja, er würde sich mit Feuer und Schwert verbreitet haben, was er nicht hat, ganz sicher nicht hat. Der Islam hat sich nur durch das Argument verbreitet. Allein durch das Argument, durch nichts anderes, hat sich der Islam verbreitet. Weil die Muslime niemanden gezwungen haben. Sogar ganz im Gegenteil, es viele Kalifen gab, gerade in der Umayyadenzeit, welche versucht haben, die nicht-muslimischen Untertanen vom Islam abzuhalten, weil sie dadurch mehr Steuern eingenommen haben. Woraufhin dann der fünfte rechtgeleitete Kalif Umar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu arda gesagt hat, seit wann hat Allah subhanahu wa ta'ala euch zu Steuereintreibern gemacht? Allah hat euch nicht zu Steuereintreibern gemacht. Allah hat euch zu Leuten gemacht, die die Menschen zum Islam einladen und nicht zu Steuereintreibern.
Und das ist etwas, was wir verstehen müssen und worauf wir Alhamdulillah stolz sein können. Und deswegen ganz wichtig, wenn es um das Thema Dschihad geht, brauchen wir uns als Muslime nicht zu schämen oder zu verstecken. Wir können stolz sein. Wir können stolz sein auf das, was wir haben. Wir können stolz sein auf die Geschichte. Wir können stolz sein auf die frühe Geschichte des Islam, auf unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wie es dann auch später weitergegangen ist. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, jetzt zu dieser Sache des Dschihads und des Qitals, wie es jetzt ganz konkret weiterging. Und zwar die erste große Schlacht, mit der wir uns dann nächste Woche, insha'Allah ta'ala, ausführlich beschäftigen werden, ist die Schlacht von Badr. Die Schlacht von Badr, welche im Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Vor dieser großen Schlacht gab es einige kleinere Unternehmungen, militärische Unternehmungen. Bei den meisten war der Prophet sallallahu nicht selbst dabei gewesen, bei einigen war der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dabei gewesen. Eine dieser Unternehmungen ist die, ganz wichtig, ja, wie nennt man eine Unternehmung, an der der Prophet, eine militärische Unternehmung, an der der Prophet beteiligt war, und wie nennt man eine, an der der Prophet sallallahu nicht beteiligt gewesen war? Es gibt dafür Fachbegriffe. Reswa ist für was? Wenn der Prophet so anwesend war, richtig. Und wie heißt die militärische Unternehmung, an der der Prophet so nicht selbst beteiligt war, sondern jemanden schickte? Sariya, genau. Also eine Sariya, Plural Saraya, ist immer eine militärische Unternehmung, an der Prophet selbst sich beteiligt gewesen war. Und eine Ghazwa ist eine militärische Unternehmung, an der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst beteiligt gewesen war. Es gab jetzt einige, bevor es zu der Schlacht von Badr kam, da haben wir einmal Sariya Saif al-Bahr, welche im Ramadan im ersten Jahr nach der Hijra gewesen ist, wo Hamza ibn Abd al-Muttalib mit 30 anderen unter den Muhajirin, ganz wichtig, unter den Muhajirin, ja, eine sozusagen Karawane der Quraysh, die aus Ascham kamen, hätten aufhalten sollen. Ja, aber es ist nicht zu einem wirklichen Kampf gekommen. Und vielleicht interessant, die Muslime hatten immer, gerade in dieser Zeit, ein Banner gehabt, was weiß war. Immer ein weißes Banner. Dann gab es die sogenannte Sariyat Rabigh, ja, im ersten Jahr, auch nach der Hijra im Monat Shawwal, das ist also im April 623 gewesen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib, ja, mit 60 anderen unter den Muhajirun schickte, um ebenfalls sozusagen dann eine Karawane sozusagen von Abu Sufyan dann aufzuhalten und anzugreifen. Es kam nur zu Bogenschießen, aber nicht wirklich zu einem Kampf zwischen diesen beiden Gruppen. Es gab dann eine, die hieß Sariyat al-Kharrar, ja, im Monat Dhul-Qi'dah, im ersten Jahr nach der Hijra, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Abi Waqqas schickte mit 20 anderen Leuten, um ebenfalls eine Karawane der Quraysh aufzuhalten und anzugreifen. Aber die Karawane war schon abgezogen gewesen und es kam zu keinem Kampf. Dann gab es eine Ghazwa, also eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam beteiligt war. Ich mache das ganz kurz, nur damit wir den Überblick haben, damit wir das einfach mal gehört haben, inshallah ta'ala. Ja, und zwar heißt diese Ghazwa Ghazwat al-Abwa. Ghazwat al-Abwa oder Ghazwat Wuddan, und zwar im Monat Safar, im zweiten Jahr nach der Hijra, im August 623, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls beteiligt gewesen war, mit 70 unter den Muhajirun, immer unter den Muhajirun, ganz interessant, außer bei der Schlacht von Badr, da waren dann auch Leute von den Ansar dabei gewesen, immer von den Muhajirun, ja, um ebenfalls eine Karawane anzugreifen, aber es kam zu keinem Kampf. Dann gab es eine Ghazwa, die heißt Ghazwat Buwat, im Monat Rabi' al-Awwal, im zweiten Jahr nach der Hijra, September 623 gewesen, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls teilnahm, mit 200 Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Und es kam aber ebenfalls zu keinem Kampf. Dann Ghazwat Safwan mit Zin, Safwan mit Zin im Monat Rabi' al-Awwal, im September, ebenfalls September 623, wo, und das ist das, was ich erwähnt hatte vorhin, wo jetzt umgekehrt sozusagen die Quraysh auch schon Medina angegriffen hatten, also direkt Medina angegriffen hatten mit einigen unter den Muschrikin, und sie haben dann auch einige weidende Schafe angegriffen und sie haben dann diese als Beute mitgenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ging ihnen entgegen mit 70 anderen aus Medina, aber es kam dann, er hat sie nicht mehr erreicht und es kam dann auch nicht zu einem Kampf. Dann gibt es noch eine, die ebenfalls eine Reswa war, und zwar Reswa Dhul Ushayra oder Dhil Ushayra. Ghazwat Dhil Ushayra im Monat Jumada al-Ula, im Monat Jumada al-Ula im zweiten Jahr nach der Hijra, im Dezember 623, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ca. 150 oder 200, ja, dann auf dem Weg gewesen war, und sie hatten insgesamt nur 30 Reittiere gehabt und sie haben sich immer abgewechselt, dass immer sozusagen es drei Schichten gab, wo dann jeder dann sozusagen eine Zeit lang auf einem Reittier reiten konnte, und er wollte wieder eine Karawane dann der Quraysh angreifen, aber sie war dann auch schon vorbeigezogen. Ja, das sind einige dieser Ereignisse gewesen vor der Schlacht von Badr. Vor der Schlacht von Badr, auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen. Und es gab jetzt noch ein wichtiges Ereignis, bevor wir auf die Schlacht von Badr zu sprechen kommen. Und zwar ein Ereignis, was sich im Monat Sha'ban im zweiten Jahr nach der Hijra stattfand. Was im zweiten im Monat Sha'ban, und zwar ganz konkret der 15. Sha'ban, im zweiten Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Weiß jemand, was an diesem Datum war? Da war aber etwas Wichtiges gewesen. Tahwil al-Qibla, die Änderung der Qibla. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 16 oder 17 Monate Richtung was gebetet hat? Richtung Jerusalem, Bayt al-Maqdis. Und dann plötzlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetsrichtung geändert. Und zwar mitten im Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihm Verse offenbart. Und mitten im Gebet hatte er die Gebetsrichtung geändert. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in Surat al-Baqarah sehr, sehr ausführlich über dieses Ereignis. Und er erklärt uns auch, warum das so gewesen ist und was die Hintergründe sind. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Wir haben immer wieder gesehen, wie du dich gen Himmel wendest. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Und wir werden dir eine Qibla geben, mit der du zufrieden sein wirst. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. So wende dein Antlitz, dein Gesicht Richtung Al-Masjid al-Haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَ. Und egal wo ihr seid, so wendet euer Antlitz, euer Gesicht, eure Gesichter Richtung Al-Masjid al-Haram. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Und diejenigen, welche das Buch zuvor bekommen haben, wissen, dass es die Wahrheit von eurem Herrn ist. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine neue Qibla gegeben. Es ist nicht einfach nur das Ändern einer Gebetsrichtung. Nein, darin liegen sehr, sehr wichtige und auch sehr, sehr viele Lehren und Weisheiten, die wir daraus entnehmen können. Erstens, etwas ganz Wichtiges.
Die Änderung der Qibla ist für die Muslime was gewesen? Ist für die Muslime ein Zeichen gewesen, dass sie eines Tages wieder zurück nach Mekka kehren werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihnen dadurch auch Hoffnung gegeben. Das war noch vor der Schlacht von Badr. Allah ta'ala ergibt ihnen eine gewisse Hoffnung. Ihr wurdet vertrieben. Euer ganzes Vermögen ist weg. Die Quraysh, die versuchen euch anzugreifen. Sie drohen euch. Und jetzt in dieser Situation kommt die Änderung der Qibla. Als würde Allah Ta'ala die Muslime sagen, wartet ab. Ihr werdet eines Tages wieder nach Mekka zurückkehren. Allah gibt uns Hoffnung. Zweitens, es lag darin aber auch eine gewisse Prüfung für die Muslime. Weil es handelt sich hierbei um eine plötzliche Änderung. Manche, die im Glauben schwach sind, könnten denken, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er spielt mit der Religion. Und genau das ist es, was auch die Juden und was die Muschrikun dann in Medina verbreiteten. Und Allah spricht darüber. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبِلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Die Törichten unter den Menschen werden sagen, was Allah sagt schon im Voraus, was sie sagen werden. Was hat sie von ihrer Qibla, von ihrer Gebetsrichtung, in dessen Richtung, in deren Richtung sie gebetet haben und die sie eingenommen hatten, abgebracht? Was hat sie davon abgebracht? Spielen sie mit der Religion? Basteln sie sich ihre eigene Religion zusammen? Die Juden haben natürlich gesagt, kommt er jetzt mit einem ganz eigenen Glauben, weil die Juden haben immer wieder Mohammed als was gesehen? Als jemand, der versucht, in die Tradition der Juden zu treten. Und in gewisser Weise haben sie sich auch über den Muslimen gesehen. Warum? Weil die Muslime sich immer wieder auf Traditionen stützten, welche die Juden selbst ausführten. Und jetzt plötzlich nabelt sich der Prophet ab. Jetzt plötzlich ändern sie die Gebetsrichtung, welche sie selbst eingenommen haben. Und zwar von Norden nach Süden. Also um 180 Grad. Eine 180-Grad-Wende. Von Norden nach Süden. Und sie sagen, was sind das für Leute? Spielen sie mit der Religion? Will er jetzt seine eigene Religion erfinden? Er hat sich doch immer auf uns gestützt. Man hat versucht, die Gläubigen unsicher zu machen. Zweifel zu sehen. Und Allah spricht darüber. Aber Allah antwortet auch und sagt dem Propheten, was er sagen soll. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ. Allah gehört der Osten und der Westen. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Er leitet, wen er möchte, zum geraden Weg. Und dann einige Verse später zeigt uns Allah auf, es kommt überhaupt nicht darauf an, in welche Richtung ich bete, sondern es kommt auf ganz andere Dinge an. لَيْسَ الْبِرُ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Frömmigkeit liegt nicht darin und Rechtschaffenheit liegt nicht darin, dass man sich gegen Osten oder Westen wendet. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنُ. Und dann bis zum Ende des Verses. Sondern Frömmigkeit liegt vielmehr worin? Im Glauben, im Gebet, in der Geduld, in den guten Taten. Das ist Frömmigkeit. Wenn ihr glaubt, dass ihr alleine, nur weil ihr in eine bestimmte Richtung betet, ein auserwähltes Volk seid, dann habt ihr den Glauben falsch verstanden. Und das gilt auch für uns Muslime. Wenn wir glauben, nur weil wir Muslime sind und weil wir Richtung Mekka beten, und weil wir einmal im Jahr nach oder einmal in unserem Leben nach Mekka gehen, sind wir jetzt sozusagen Khalas, die richtige Umme, welche Allah recht geleitet hat, dann liegen wir falsch. Dazu gehört mehr. Und das ist der Grund, warum Allah uns heutzutage erniedrigt. Wir ruhen uns darauf aus, dass wir Muslime sind. Wir sagen, Alhamdulillah, wir sind Muslime, wir haben den letzten Propheten als Propheten, wir haben den Koran, das Wort Gottes, das reicht uns aus. Nein, das reicht nicht aus. Wir müssen es auch umsetzen. Und das Problem der Juden und der Christen war welches gewesen? Sie haben die Worte Allahs nicht umgesetzt, deswegen hat sie Allah ausgetauscht. Nur deswegen. Nur deswegen ist der einzige Grund. Und wäre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht der letzte Prophet, dann würden wir auch ausgetauscht worden sein. Schon längst. Schon längst wären wir ausgetauscht worden. Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist das Siegel der Propheten. Deswegen kommt kein anderer Prophet nach ihm.
Dann Nummer drei, ganz wichtig. Allah möchte, dass die Muslime ihre eigene Identität entwickeln. Wir als Muslime, wir müssen uns in gewisser Weise hervortun. Aber was heißt Identität? Identität bedeutet nicht nur einfach, dass ich eine andere Gebetsrichtung einnehme, dass ich mich anders kleide. Nein, viel wichtiger ist, dass meine Identität, mit der ich mich unterscheide von den anderen, darin liegen sollte, dass ich anders handele als die anderen. So wie es Allah im Koran sagt. Er sagt, warum wir besonders sind. Und er begründet das. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Warum? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute und ihr verwehrt das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Also es gibt Gründe dafür. Kurz also vor der Schlacht von Badr verändert Allah subhanahu wa ta'ala die Gebetsrichtung für die Muslime. Ein Geschenk Allahs an die Muslime. Und die Muslime haben es ohne zu zögern und ohne einzuwenden und ohne Wenn und Aber einfach umgesetzt. Und das zeigt, wie fest die Muslime in ihrem Glauben gewesen sind. Es kommt einfach jemand zum Dhuhr-Gebet und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zum Asr-Gebet, entschuldigt, weil zum Dhuhr-Gebet hat der Prophet dann die Gebetsrichtung geändert und dann zum Asr-Gebet, ja, gelangt dann die Nachricht zu einer anderen Moschee und die Muslime befinden sich gerade mitten im Gebet und einer sagt, der Prophet draußen hat Richtung Mekka gebetet und sie wenden sich einfach. Sie wenden sich direkt, ohne zu hinterfragen. So fest in ihrem Glauben sind sie gewesen. Sie sind bereit gewesen, alles zu befolgen, was von Allah kommt und was vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommt. In diesem zweiten Jahr nach der Hijra gab es noch einige andere wichtige Dinge, die wir nur ganz kurz erwähnen werden, weil wir jetzt zum Ende kommen müssen. Und zwar, im zweiten Jahr nach der Hijra wurden zwei wichtige Ibadat eingeführt, die zu den Arkanul Islam gehören. Das Gebet hatten wir ja schon wo? In Mekka, beim Isra und Mi'raj. Was wurde jetzt eingeführt? Einmal Az-Zakah. Zakah, dass ich allgemein spende, war schon vorher ein Gebot, aber es war empfohlen. Aber in Medina wurde dann die Zakah zur Pflicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie klar geregelt, wie viel ich abgeben muss vom Gold, vom Silber, vom Viehbestand, von der Ernte. Der Prophet hat alles festgelegt. Und eine andere wichtige Ibadah wurde ebenfalls in diesem Jahr festgelegt. Nämlich welche? Das Fasten im Ramadan. Der erste Ramadan, das war auch der Ramadan, in der Ghazwat Badr stattfand, ist ja, der zweite Ramadan in Medina gewesen. Im zweiten Jahr nach der Hijra. In diesem Jahr wurde auch dann sozusagen Ramadan zur Pflicht. Ja, also ein ereignisreiches Jahr, dieses zweite Jahr nach der Hijra. Und wir werden insha'Allah ta'ala uns dann in der kommenden Woche bi'iznillahi azza wa jal mit der Schlacht von Badr beschäftigen und auf sie eingehen, weil sie eine wirklich sehr, sehr wichtige Schlacht ist, mit der wir uns auskennen sollten und über die wir Bescheid wissen sollten und aus der man auch sehr, sehr viele Lehren ziehen kann.